hier mal wieder runter. Füllen mal die Kiste auf. Ich denke immer, hier steht einer in dem Laden. So, füllen wir mal die Kiste mit Bögen auf. Das ist Bögenhaltbarkeit, das ist Stärke 2, das ist der richtig fette Bogen. Den behalte ich erst nochmal. Das ist ein... Ja, oder den kann ich ja auch noch mal verzaubern. Ach nee, kann ich ja nicht. Doch, verzaubern kann ich ihn schon. Ich kann ihn nur nicht zusammenkraften. Also, verzaubern kann ich ihn. Das machen wir doch mal. Dann brauchen wir... Ach, wir haben gar kein Level mehr. Genau, das wollte ich ja eigentlich auch erreichen. Okay, dann tun wir die mal weg. Mal so ein bisschen hier runter. Alles, wenn ich nämlich jetzt sterbe, versteht ihr, dann sind wenigstens meine Level da. Also, wir wollten... Das können wir nach oben rein tun. Das auch. Nee, das tun wir mal dahin. Was ist das? Diamanten. Okay. Ja, ich habe ja jetzt hier meine super duper unzerstörbaren Kram. Da brauche ich ja das alles gar nicht. Da müssten wir dann mal so ein Minecraft-Museum machen oder was, nicht? Das wäre ja auch nochmal eine Idee. Irgend so ein Museum. Irgend so ein Museum. So, dann gehen wir mal hier längs durch den neuen Gang. Der geht ja direkt ins Lager und dann ins Gefängnis. So, da kommen wir raus. Prima. Okay, was wollte ich jetzt hier machen? Schilder. Zunächst mal Schilder. Da haben wir hier ja genug Zeugs, nicht wahr? Da haben wir genug Stöcke. Also machen wir hier mal Schilder noch und noch. Hygieneschilder, ich glaube, so ist das korrekt. Ja, das ist richtig. Jetzt haben wir 6, ach, die können nur in 16er Stacks zusammengepackt werden. Okay, wie viel brauchen wir denn? Also, ich muss mal gucken, wie weit ich dann da, also wenn wir bei der Aktion unser Leben verlieren, die Sachen, die wir gecraftet haben, die wir mitgenommen haben, verlieren wir ja nicht, denn die fallen ja dann in unsere Truhe rein und da können wir sie wieder auffangen. Also von daher ist das relativ problemlos. So, ich habe noch gar keine Musik, das machen wir gleich. Habe ich auch schon was vorbereitet. Okay, das können wir alles mitnehmen. Vielleicht noch ein paar Bögen, falls wir hier uns... Ah, da haben wir ja Bögen genug. Falls wir uns die Monster vom Leib halten müssen. Denn das wird eine richtig gefährliche Sache. So, und dann mal hier einblenden. Nochmal den Kommentar von dem Zuschauer, dessen Namen ich jetzt mir wieder nicht gemerkt habe. Ich wollte es mir merken vor der Aufnahme. Habe ich aber nicht dran gedacht. Nicht wahr? Und dann wird er hier eingeblendet. Also ich mache das jetzt mal. Und zwar haben wir ja in der... zweiten Etage. Was ist eigentlich hier los? Da fehlt mir irgendwie ein Stein. Da fehlen mir mehrere Steine. Das mache ich erst noch mal. So, da
dann nehmen wir mal hier Sandstein. Wie viel waren das wohl? 4 oder 5, ja. Haben wir die wahrscheinlich da weggekloppt, als wir hier unten den Gang gemacht haben. Aus Versehen. Okay, wo sind sie denn? Da. So ungefähr muss das passiert sein. So, jetzt ist das ordentlich. Dann machen wir hier wieder dicht. Wo ist die Erde geblieben? Da ist die Erde. Und hier mal die 2 Stufen. Die sind hier. Okay, jetzt sieht das akkurat aus. Und wir können den Sandstein wieder wegtun. Dann mache ich mal Musik an. Wir haben Musik wieder. Und zwar habe ich heute One Hour of Relaxing Japanese and Chinese Music von Derek und Brandon Fiechter. So, bitteschön. Auf dass ihr alle einschlaft, wie das sicher gehört hier bei meinem Let's Play. Das sind ja schon viele Leute eingeschlafen oder haben. Die gucken das Let's Play sogar zum Einschlafen direkt, ja. Also, das ist natürlich eine feine Sache. So, jetzt gehen wir mal runter in die Monsterfalle. Das heißt, erstmal baue ich mir. Da brauche ich noch eine Tür. Ist egal, was für eine. Ja, also ganz egal, es ist nicht eine Holztür auf jeden Fall. Eine Holztür. Huch. Feuer direkt vorm Gesicht. Ich wollte eigentlich einen anderen Weg gehen, aber wir müssen erstmal die Tür anbringen. Das ist dann mein Notausstieg, falls ich dann irgendwie getroffen werde oder was. Hier sind wir schon. Wie sieht es hier überhaupt aus? Ja, es ist noch nicht viel runtergekommen. Das ist klar. Man sagte mir also, dass die Monster natürlich fürchterliche Angst haben hier. Und ich werde mal hier an dieser Stelle einen Zugang machen. Da stehen die Monster schon und warten auf mich. Und dann mache ich hier mal die Tür rein. Lasse den Zugang mal offen. Das ist mir zu langsam hier. So, das machen wir mal so. Ach, da kommt schon eine Spinne. Da kommen sie schon an, die haben mich gesehen. Ja, ja. Schwimmt mal da runter, da hinten. Da kommt er eh nicht durch, das ist zu schmal für euch, nicht wahr? Hallo Jungs oder Mädels, welches Geschlecht habt ihr eigentlich als Spinnen? Ich habe keine Ahnung. So, bitte kommt mal hierher. Wo sind sie denn jetzt? Ah, ich weiß auch nicht. Okay, jetzt müssen wir mal so ein bisschen Mut zusammensammeln, ob ich erstmal ins Bett gehe. Wie sieht's aus? Müsste ja schon dunkel sein. Nee, ist es noch nicht. Hier unten muss auch mal eine Uhr hin.
So, wo ist mein Bett? Da ist mein Bett. Das nehmen wir mal hier hin. Und dann kann ich natürlich noch nicht schlafen. So, da ist sie gestorben, die arme Spinne. Ach, wie leid mir das tut. So, jetzt aber wirklich. So, da muss ich halt sehen, dass ich dann hier rauskomme. Da könnte ich ja vielleicht von hier schon mal die Tür aufmachen. Dann schnell raus und dann... Jawohl. Also ich werde natürlich nicht hier reingehen, das ist klar. Das wäre jetzt wirklich selbst... Ach, mein Gott, wenn jetzt die... Na, das ist natürlich sehr gefährlich. Ja. Oder mache ich das, was mir... Ich stelle mal einfach auf friedlich hier. Das hat mir Papa Frank gesagt, es würde ihm nichts ausmachen, wenn ich hier mal auf friedlich stelle, wenn ich hier unten arbeite mit den Monstern. Und ich habe gerade so gedacht, ja, man kann ja da reingehen, aber das sind ja auch Zombies. Und wenn mir jetzt ein Zombie die ganze Monsterfalle in die Luft sprengt, dann nützt mir da relativ wenig. Also... Okay, dann machen wir das anders, als ich gedacht habe. Tee. Game Mode 1. So, jetzt haben wir Kreativmodus, ja. Da müssen wir halt nur zählen, wie viel von dem Zeus wir hier... Hallo Jungs. So, also es war gedacht, hier die Dinger dran zu machen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mache ich ruhig alle. 9, 10, 11. So hast du das gedacht, ne? Schubs mich jetzt hier nicht rein. Das ist jetzt wäre unfair. Das heißt, ich kann ja auch fliegen. So. Könnten wir auch gleich hier abbauen. Das Ding hier, das hat mich auch schon noch gestört. So, das machen wir noch weg. Haben wir das alles in einer Fläche hier. Ja. Ja, das tut mir wirklich leid, dass ich hier halt jetzt im Kreativmodus arbeite. Leid für euch Monster tut es mir. So. Dann haben wir also die untere Etage mit dieser Methode des einen Zuschauers, dessen Namen ich mir ja nicht gemerkt habe, und die obere Etage dann mit der Methode von Cedric Elsius, mit den Treppen. Und ja gut, das ist vielleicht beides besser als das, was ich hier gemacht habe. Also dann schauen wir mal. So, das ist jetzt eine Stunde von schläfriger japanischer, beruhigender japanischer und chinesische Musik, nicht wahr? So, dann wird der Abenteuerurlaub dann doch nicht so abenteuerlich. So, zack. Thank you.
So, ich hoffe, dass ihr dann da reinspringt. Also, ein bisschen mehr. Jetzt geht Windows wieder an mit irgendwelchen Einstellungen, die ich ändern soll. Warum denn immer, wenn ich aufnehme? Ist es jetzt, weil 1 Uhr nachts ist oder was? Kann natürlich auch sein, dass er zu einer bestimmten Uhrzeit sich immer meldet. So, okay, das machen wir jetzt hier noch schnell fertig. In Kreativ. Ja, das ist jetzt hier. Da machen wir hier auch gleich nochmal welche hin, weil wir da ja eigentlich zumachen wollten. Na gut, dann steht da halt mal ein D. Dann muss ich jetzt noch zählen, wie viele Schilder das sind und dann die entsprechende Anzahl der Schilder wegschmeißen. Denn wir wollen uns ja hier aus dem Creative nichts, keinen Vorteil erschleichen, ja. So, die sind ja alle gleich groß, nicht wahr? Denke ich mir. Also 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Und hier auch 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Dann nehmen wir die mal wieder weg. So, das sind dann also 16 mal 16 und 16, 32 mal... Ach, das sind ja genau, das kann ich ja als Stacks abmessen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stacks sind das. So, jetzt geht's zurück. Also 8 Stacks, die wir wegschmeißen müssen. Stacks. Also